Hi, schön, dass du mein Video angeklickt hast. Heute geht es um Das Boot ist voll, Fabers neue Single, die ja wieder ein ziemliches Brett geworden ist. Ich werde euch in diesem Video Schritt für Schritt erklären, wie die Originalbegleitung funktioniert. Denjenigen, die noch ganz neu am Instrument sind, werde ich aber auch zeigen, wie man das Ganze noch vereinfachen kann. Und für diejenigen, die sich mit der Originalbegleitung noch ein bisschen unterfordert fühlen, werde ich noch ein paar Möglichkeiten aufzeigen, um das Ganze zu erweitern. Und ganz am Ende des Videos spiele ich die ganze Begleitung nochmal am Stück, falls ihr euch einfach abgucken wollt, was ich da mache, oder falls ihr dazu spielen wollt. Vorkenntnisse braucht ihr für dieses Video also keine. Falls ihr euch aber darüber hinaus noch fürs Klavierspielen interessiert, was ich mal annehme, dann schaut euch doch einfach mal auf meinem Kanal um, da findet ihr bestimmt was. Okay, lasst uns anfangen. Zwei kurze Dinge noch. Ich empfehle euch, macht einfach in einem zweiten Tab das Musikvideo zu dem Stück auf oder habt den Song irgendwie parat, meinetwegen mit Spotify oder so weiter, damit ihr immer mal reinhören könnt ins Original. Ich würde das Original natürlich gerne direkt in diesem Video hier abspielen, aber ich habe halt keinen Bock, dass mein Video gesperrt wird. Und das zweite ist, wenn euch hier mal eine Erklärung zu schnell geht oder vielleicht zu langsam, dann nutzt die Funktion, die euch YouTube da unten rechts bietet, da könnt ihr nämlich das Video schneller oder langsamer abspielen. Für das Intro des Stückes brauchen wir erstmal nur die rechte Hand, die spielt nämlich einfach eine Oktave, und zwar von diesem G zu diesem G. Und diesen Griff wiederholen wir jetzt einfach schön gleichmäßig. Drückt dabei das Pedal mit nach unten, weil sonst würde das einfach nur so abgehackt klingen. Wenn ihr keine Oktave greifen könnt, nehmt einfach nur das untere G. Das, was wir mit der rechten Hand spielen, zählen wir jetzt folgendermaßen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Wir haben also einen Viervierteltakt. Das Intro ist vier Takte lang. Das heißt, wir müssen viermal bis vier zählen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dann setzt der Gesang ein, das heißt, die erste Strophe beginnt und ab da brauchen wir dann auch unsere linke Hand. Das Tempo der Originalaufnahme variiert übrigens ein kleines bisschen, ungefähr zwischen 112 und 120 BPM. Wenn ihr das mit einem Metronom spielen wollt, entscheidet euch einfach für eine Zahl dazwischen. Ich habe zum Beispiel jetzt die Begleitung, die am Ende des Videos kommt, mit dem Tempo 116 gespielt. Mit der linken Hand spielen wir jetzt folgende Töne. Ein C, ein Ass und ein F. Und wie ihr seht, greifen wir das wieder in Oktaven. Auch hier gilt, wenn ihr keine Oktaven greifen könnt, nehmt einfach Einzeltöne. Also C, Ass, könnt ihr das Ass nehmen oder dieses hier. Und dann F oder dieses F. Rhythmisch wechseln wir die Töne folgendermaßen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das heißt, das C und das Ass sind jeweils einen halben Takt lang und das F ist dann einen ganzen Takt lang. Mit der rechten Hand zusammen würde das so klingen. Ihr hört sicherlich, dass ich das Pedal hier mit benutze. Zum Pedalspiel werde ich mal ein extra Video machen. Sobald das fertig ist, findet ihr das unten in der Videobeschreibung. Wenn wir das zusammenspielen, ist es ja quasi so, dass wir die rechte und linke Hand zusammen haben. Dann einmal die rechte Hand alleine. Dann wieder rechte und linke Hand zusammen, aber jetzt hier mit dem Ass. Rechte Hand wieder alleine. Und dann wieder rechte und linke Hand zusammen. Und dann noch dreimal die rechte Hand. Aber natürlich muss das schön im Fluss gespielt werden. Diese Folge kommt am Anfang sechsmal, das heißt, dieser ganze Textblock wird so begleitet. Übrigens taucht manchmal in der linken Hand noch so ein Zwischenton auf, das ist dann das S. Und das wird manchmal zwischen dem F und dem C gespielt, und zwar folgendermaßen. Also auf dem vierten Schlag, ich zähle nochmal dazu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Eine Übersicht der kompletten Akkordfolge des Stückes werde ich übrigens in die Beschreibung packen.
Bei Faber steht der Text natürlich absolut im Vordergrund. Und ich würde euch auch beim Songablauf empfehlen, euch einfach am Text zu orientieren. Geht natürlich nur, wenn man zum Original mitspielt oder wenn man den Text im Kopf hat oder laut mitsingt. Ich merke mir dann einfach immer, sobald die Textzeile "Du lässt dich nicht für dumm verkaufen" kommt, wechselt die linke Hand. Dann geht es nämlich nicht wieder auf das C, sondern direkt auf das Ass. Und das bleibt dann anderthalb Takte liegen. Und zwar folgendermaßen. Und dann geht es auf ein G. Das heißt, diese Stelle geht dann folgendermaßen. Du lässt dich nicht für dumm verkaufen, wie schlau von dir. Der Übergang zu dieser Textzeile geht folgendermaßen. Den Scheiß aus den Geschichtsbüchern muss man dir nicht zeigen. Du lässt dich nicht für dumm verkaufen, wie schlau von dir. Dann kommt ein kurzes instrumentales Zwischenspiel, wo wir wieder C, Ass und F spielen. Und das, genau, zweimal. Dann kommt der nächste Teil. Mein Übertipp, der auch dann fürs ganze Stück gilt, ist, spielt einfach zum Original dazu. Man kriegt ein gutes Gefühl, wann die Akkordwechsel kommen, man kriegt ein gutes Gefühl für den Rhythmus und es macht auch einfach Spaß, zum Original dazu zu spielen. Dann kommt der nächste Teil des Stückes und da kann man jetzt schön drüber streiten, wie man den bezeichnen sollte. Ich persönlich finde, es klingt noch ziemlich wie eine Strophe. Also ich bezeichne das jetzt einfach als zweite Strophe. Auf einigen Lyric-Seiten wird dieser Teil auch als Pre-Chorus bezeichnet, also als der Teil, der zum Chorus, also zum Refrain, hinführt. Was ich auch verstehen kann, weil er hat ein bisschen andere Melodie, die Begleitung ist ein kleines bisschen anders und es kommt vor allem jetzt die entscheidende Textzeile, das Boot ist voll, die ja namensgebend für den Song ist. Das Interessante an diesem Teil ist, dass er eben sehr ähnlich wie die erste Strophe ist, dass jetzt aber in der linken Hand einfach die Töne vertauscht wurden. Das ist mir, als ich das erste Mal gehört habe, überhaupt nicht aufgefallen. Das heißt, wir haben nicht mehr C, Ass und F, sondern wir haben Ass, F und C. Und zwar folgendermaßen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das heißt, es fängt erstens mit dem Ass an und diesmal bleibt das C einen ganzen Takt liegen. Und das kommt einfach, sobald die Textzeile "Das Boot ist voll" kommt. Das Boot ist voll, schreien sie auf dem Meer. Ja, das Boot ist voll, schreist du vor dem Fernseher. Diese Tonfolge in der linken Hand bleibt dann auch wieder eine Weile und zwar bis zu dem Punkt, bis die Textzeile "Die wollten dich für dumm verkaufen" kommt. Die ja textlich sehr ähnlich ist zu dem Anhaltspunkt, den wir auch in der ersten Strophe hatten. Und es passiert auch wieder das gleiche, wir gehen anderthalb Takte auf das Ass und dann noch zwei Schläge auf das G. Die wollten dich für dumm verkaufen, aber nicht mit dir. Und den Akkord, den ich jetzt am Ende gespielt habe, ist schon der erste Akkord des Refrains. Kurze Werbung im eigenen Sinne. Ich weiß, ihr könnt das auch nicht mehr hören. Es würde mir aber enorm helfen, wenn ihr das Video liked und teilt. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr weitere Videos sehen wollt. Und natürlich auch, wenn ihr kommentiert. Mein Channel ist noch super klein und da hilft es wirklich noch enorm. Okay, das war's schon. Und dann kommt der Refrain, den Faber ja vor kurzem aus Gründen nochmal textlich abgeändert hat. Hört ruhig nochmal in die Originalaufnahme rein. Da passiert nämlich in der Begleitung noch um einiges mehr. Das heißt, wir haben nicht nur ein Klavier da. Wir haben aber auf jeden Fall eine sehr eindeutige Akkordfolge. Und die sieht folgendermaßen aus. Das heißt, wir haben zwei Takte lang F-Moll, dann zwei Takte C-Moll, dann wieder zwei Takte F-Moll, ein Takt S-Dur und der vierte Takt bleibt komplett frei in der Begleitung. Eine Variante wäre natürlich jetzt einfach, sich den Dreiklang zu suchen und den Akkord dann erstmal da hinzulegen. Das F-Moll würde ich folgendermaßen spielen, einfach schön in der Grundstellung und in einer relativ tiefen Lage, das heißt nicht hier oben, damit es nicht so schrill klingt, sondern einfach hier unten. Und noch unterstützt von der linken Hand, die entweder ein einzelnes F spielt oder, weil wir es vorher auch schon die ganze Zeit hatten, eine Oktave. Der nächste Akkord ist ein C-Moll. Wenn wir den jetzt auch in der Grundstellung spielen würden, wäre das zwar korrekt, das wäre der richtige Akkord, aber wir hätten so einen blöden Sprung in der rechten Hand, der immer nicht so schön klingt. Das heißt, wir spielen den in einer Umkehrung und das würde dann folgendermaßen aussehen. Wir haben ein S, G und C.
Umkehrung heißt einfach, dass wir die drei Töne des C-Moll-Dreiklangs anders sortieren. Ich zeige euch gleich, wie man das im Zusammenhang spielt, aber wir gucken uns noch den dritten Akkord an, und zwar ein S-Dur. Das würde ich jetzt auch wieder einfach in der Grundstellung spielen. Auch relativ tief, also nicht hier oben, sondern hier S, G und B. Variante 1 wäre jetzt, dass wir die Akkorde immer schön im Ganzen liegen lassen, also immer genau einen Takt lang. Wir fangen an mit F-Moll. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, C-Moll. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, wieder F-Moll. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, S-Dur. 1, 2, 3, 4 und weg. Es ist ganz wichtig, dass man den letzten Takt wirklich komplett freilässt für den Gesang. Wenn man die Begleitung nämlich auf einmal komplett wegnimmt, ist der Fokus voll auf dem Gesang, und das ist ja auch genau der Effekt, den er da haben will. Und das ist sehr wichtig, dass man pünktlich ist, nämlich genau in dem Moment, wo ich dann 1 sage, muss alles weg sein, also rechte Hand, linke Hand und auch der Fuß muss oben sein. Ich mache es nochmal vor, vom vorletzten Takt aus, also ab dem S-Dur, und dann der Takt, der komplett frei bleibt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Variante 2 ist, dass wir diese Akkorde in der rechten Hand jetzt auch einfach in Vierteln durchspielen, so wie wir vorher dieses G die ganze Zeit gespielt haben. Das klingt dann folgendermaßen. Man sollte sich auf jeden Fall überlegen, wie man mit der Dynamik, also der Lautstärke, auch allgemein mit der Energie umgehen will. Beim Original ist der Refrain eher ein bisschen ruhiger als die Strophen. Ich spiele euch mal nochmal den Übergang von der Strophe in den Refrain rein. Die wollten dich für dumm verkaufen, aber nicht mit dir. Besorgter Bürger, ja, ich besorg's dir auch gleich, wenn sich 2019 33 wieder einschleicht. Merkt ihr, am Anfang geht die Begleitung von der Dynamik her erstmal um einiges weiter nach unten. Wenn euch das zu brutal ist mit den Oktaven hier unten, kann man die auch weglassen. Man kann auch theoretisch nur die rechte Hand spielen. Ist auch ein schöner Effekt. Wenn euch das mit den Dreiklängen noch zu kompliziert ist, könnt ihr auch einfach das Prinzip der Strophe fortführen. Und das würde ich dann folgendermaßen machen. Wichtig ist, dass natürlich die Akkordfolge stimmt, das heißt, die linke Hand muss jetzt auch hier zwei Takte F spielen, zwei Takte C, zwei Takte F und ein Takt S. Das muss so bleiben. Was ihr aber wie gesagt machen könnt, ist weiter in der rechten Hand einen konstanten Ton zu spielen. Da das G und das F irgendwie nicht so schön zusammenklingen, würde ich an dieser Stelle dann auf das Ass hochgehen, beim C-Moll dann wieder auf das G, dann kommt wieder F, wieder auf das Ass und beim S auch wieder auf das G. Ich spiele euch das einfach mal vor, dann wird es klar, was ich meine. Wenn Oktaven zu kompliziert sind, spielt einfach Einzeltöne. Gilt natürlich auch für beide Hände. Was das Klavier im Original hier macht, erkläre ich bei den komplexeren Begleitungsmöglichkeiten, wenn wir einmal durch den Song hier durch sind. Nach dem Refrain, also nach diesem einen Takt Pause, den wir in der Begleitung hatten, kommt wieder so ein instrumentales Zwischenspiel, und das ist genauso wie das Intro. Das heißt, wir spielen einfach in der rechten Hand unser G. Und zwar wieder genau wie im Intro, vier Takte lang. Dann kommt die dritte Strophe, die ist fast genauso wie die erste Strophe. Das heißt, wir haben wieder unsere ursprüngliche Begleitung mit dem C, Ass und F. Damit die Übergänge klar sind, spiele ich mal das Ende vom Refrain, das Zwischenspiel komplett und dann den Anfang der dritten Strophe. 1, 2, 3, 4.
dritte Strophe. Das Einzige, was jetzt in der dritten Strophe anders ist als in der ersten Strophe, ist der Übergang zum Refrain. Wir haben zwar wieder das Ass und das G, das wird jetzt aber insgesamt auf 4 Takte gestreckt. Das ist ein super beliebter Effekt, so vom letzten Refrain, um die Spannung nochmal so richtig aufzubauen, beziehungsweise um diesen Refrain hinauszuzögern. Das kommt an der Stelle, wo er das Wort alleine und die Textzeile "so fremd wie du war mir noch keiner" singt. Ich spiele euch mal das Ende der dritten Strophe vor. Ich fühle mich nicht mehr wohl in meiner Haut und manchmal auch alleine. So fremd wie du war mir noch keiner. Besorgter Bürger, ja. Und dann kommt zum zweiten Mal der Refrain des Stückes. Und da zählt natürlich alles, was ich auch im ersten Refrain gesagt habe. Das Stück endet dann, jedenfalls in der Single-Version, genauso wie es angefangen hat, nämlich mit der rechten Hand, die die ganze Zeit das G spielt. Und zwar in diesem Fall, wenn wir ganz korrekt sein wollen, 6 Takte und dann noch eine 1. Das heißt, ich spiele es euch mal komplett vor. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Takt, 6. Takt und noch eine 1. In der Videoversion kommt hier noch ein ganz abgefahrenes Outro mit noch ganz interessanten Akkordwendungen. Das ist aber dann schon ziemlich komplex. Wenn ich irgendwann mal zu viel Zeit habe, höre ich das mal raus und mache ein extra Tutorial dazu. Das ist dann aber auf jeden Fall für Fortgeschrittene. Okay, an dieser Stelle nochmal mein Tipp. Wenn ihr das übt, spielt ruhig zum Original dazu. Entweder die Hände einzeln oder, wenn es schon klappt, beide Hände zusammen. Wenn man so eine Originalaufnahme dazu übt, ist der Vorteil, dass man sehr viele Dinge auf einmal übt und dass es auch einfach mehr Spaß macht, als nur zu einem Metronom zu üben. Okay, welche Möglichkeiten haben wir jetzt noch, diese Begleitung noch ein bisschen aufzupeppen? Dazu sei gesagt, dass nur weil das hier vielleicht relativ einfach erscheint mit diesen konstanten Tönen, das soll ja so sein, das hat einen bestimmten Effekt. Das heißt, jetzt irgendwie viel mehr zu spielen, kann auch sehr kontraproduktiv sein. Das heißt, es muss ja immer noch irgendwie geschmackvoll sein. Eine Möglichkeit ist, dass wir in der rechten Hand nicht die ganze Zeit nur diese Oktave spielen, sondern den ganzen Akkord, und da passt fast zu jedem Basston ein C-Moll-Dreiklang. Das heißt, wir können den entweder so spielen oder in der Umkehrung oder als vollen Griff mit dem G doppelt. Würde dann folgendermaßen klingen. Geht auch an der Stelle, wenn der Text "das Boot ist voll" kommt. Das Boot ist voll, schreien sie auf dem Meer. Ja, das Boot ist voll, schreist du vor dem Fernseher. Das passt mit jedem Basston in der Strophe, bis auf eine Ausnahme, hört man im Original auch sehr gut, nämlich wenn das G kommt. Also bei unserem Übergang. Da spielen wir dann einfach ein ganz normales G-Dur. Entweder so oder noch mit dem G obendran, so würde ich es machen. Der Übergang würde also dann folgendermaßen klingen. Die wollten dich für dumm verkaufen, aber nicht mit dir, besorgter Bürger, ja, ich besorg's dir auch gleich. In der Originalaufnahme kommt dieser C-Moll-Dreiklang übrigens vor, allerdings in einer bisschen anderen Art. Erstens eine Oktave höher und der wird so aufgebrochen gespielt, nämlich immer so her. Das heißt, in so einer triolischen Figur, also in so einer Dreierfigur. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das heißt, hier ist immer der Schwerpunkt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das hört man zum allerersten Mal im ersten Zwischenspiel, also zwischen der ersten und der zweiten Strophe. Das wurde auf jeden Fall extra eingespielt, weil man hört nach wie vor noch das, man hört nach wie vor das, und der Pianist müsste 3 Hände haben sonst. Ich persönlich finde, wenn man das nur am Klavier begleitet, ist es ein bisschen schöner, wenn man diese Figur hier eine Oktave tiefer spielt, dann passt es auch besser zu dem, was wir vorher gespielt haben. Das heißt, das Ende der ersten Strophe zum ersten Zwischenspiel würde dann zum Beispiel so klingen. Du lässt dich nicht für dumm verkaufen, wie schlau von dir. Dieser aufgebrochene C-Moll-Dreiklang passt eigentlich zu jedem Akkord in der Strophe, bis auf eine Ausnahme. Genauso wie wir an der einen Stelle auf das G-Dur wechseln mussten,
müssen wir das auch machen, wenn wir das mit den aufgebrochenen Akkorden spielen. Das heißt, ich würde das dann folgendermaßen machen. Ich spiele es mal ein bisschen langsamer vor. Genau das passiert im Original, nur halt eine Oktave höher. Wenn man das konstante G, was wir die ganze Zeit hatten, mit dieser Figur nicht aufgeben will, gibt es jetzt noch zwei Möglichkeiten, die aber schon ein bisschen schwieriger zu spielen sind. Und zwar könnten wir einerseits das mit dem Daumen die ganze Zeit durchspielen. Das heißt, wir müssen das G auch immer dann spielen, wenn wir das S hier spielen. Ich mache es mal in absoluter Zeitlupe. Das heißt, man muss hier immer relativ fix mit dem Daumen sein. Ich mache es mal im richtigen Tempo. Oder man spielt die ganze Zeit das obere G mit. Okay, welche Möglichkeiten haben wir jetzt im Refrain noch? Das ist im Original ganz interessant, weil wir hatten ja in der Strophe so im Hintergrund diesen triolischen Rhythmus. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Im Refrain ist jetzt auf einmal in der Klavierbegleitung ein Achtelrhythmus, das heißt so ein Zweierrhythmus. Wir haben folgende Töne, wir haben das Ass und C, das heißt Töne, die zum F-Moll-Dreiklang gehören. Dann beim C ein G und C. Dann wieder Ass und C. Und beim S-Dur ein G und ein B. Das würde dann folgendermaßen gespielt werden. Das ist ein sehr schöner rhythmischer Kontrast zu dem triolischen aus der Strophe. Natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, genau wie in der Strophe, die drei Klänge so aufgebrochen zu spielen. Also zum Beispiel, statt das F-Moll so zu spielen, kann man es auch so spielen. C-Moll, F-Moll und S-Dur. Natürlich kann man das auch eine Oktave höher machen. Was ihr auch noch im Refrain machen könnt, ist, dass ihr die markanten Streichertöne imitiert. Diese hier. Da, 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 da. Das ist einerseits vom C zum G und dann vom C zum Ass. Ist ein bisschen tricky, wenn man trotzdem die Akkorde noch durchspielen will. Ich würde es dann zum Beispiel folgendermaßen spielen. Kann man natürlich auch weiter oben spielen, dann wird es aber je nachdem, wo man die Akkorde spielt, ein bisschen schwieriger. Ich werde gleich, wie versprochen, die ganze Begleitung nochmal am Stück spielen. Ich bedanke mich aber schon mal fürs Zuschauen. Mein Kanal ist ja noch ganz, ganz frisch. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann liked das Video, teilt es mit euren Freunden. Ich freue mich natürlich auch sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert und auf die Glocke klickt. Wenn ihr Anmerkungen habt oder Fragen, dann schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Ich habe vorher in Zukunft noch einiges zu veröffentlichen, auch weitere Song-Tutorials, bestimmt auch nochmal was von Faber. Ich bin ja auch genauso gespannt, was jetzt auf dem nächsten Album alles so drauf sein wird. Okay, ich spiele euch wie gesagt die ganze Begleitung jetzt nochmal vor. Denkt dran, ihr könnt dieses Video hier schneller oder langsamer abspielen. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Üben, habt noch eine schöne Woche und macht's dann mal gut.